Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Arus Afterlife Adventure. 8 Doors habe ich noch vergessen. Heißt ja eigentlich 8 Doors. Arus Afterlife Adventure. Falsche Waffe. Ja, ich bin Rönne, bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir befinden uns im gefrorenen Plateau. Ich wollte mich da nun um den Gegner kümmern. Da wird es wahrscheinlich einen Gegner geben. Wir sollen dorthin, um den Wächter des Todes Zen zu finden. Ja, der hat aber keine Waffe. Der Gute hat keine Waffe im Gepäck. Die hat er ja irgendwann mal verloren. Deswegen sollten wir zur Unterstützung dorthin eilen. Und, eigentlich wollte ich ja nicht zurück ins Königreich Yama, ins Todesgasthaus. Aber wenn ich da oben meine Goldmünzen sehe, und wir haben ja auch 7 von 8 Seelen dabei, können wir zumindest die Seelen, die wir haben, schon mal abliefern. Also 100 Gold und 2 Fähigkeitspunkte bekommen wir für 4. Vielleicht bekommen wir 150 Gold und 3 Punkte für 6. Wir werden es sehen. Und dann können wir uns auch noch mal ein bisschen beim Händler ausrüsten. Das wäre nicht das Schlechteste, wenn wir hier einen Kampf vor uns haben. Also zurück ins Todesgasthaus. Mal kurz aufschreiben. So, im Todesgasthaus. So, mir fällt auch gerade ein, hier haben wir Floor 2 stehen und hieß es nicht, dass das Gasthaus 6 Ebenen hat. Irgendwie haben wir aber noch keine weitere gefunden. Wie läuft es mit deinem Training? Das sind die seltenen Dialoge, die wir schon hatten. Sind in der Story seitdem ja nicht weitergekommen. Das heißt, wir bringen jetzt zuerst einmal die Seelen zurück. Mal schauen. Wie viele geben wir denn ab? Du siehst eher wie ein Wächter des Todes aus. Nach all dem kannst du dich als einen wahren Wächter des Todes betrachten. Wahrscheinlich haben wir jetzt noch 3 im Inventar, oder? Geben wir dir immer in 4er-Schritten ab? Leute! Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen verarscht. Wir haben ihm 7 gegeben und haben die Belohnung bekommen für 4. Ja, vielleicht bekommen wir die nächste Belohnung bei einer weiteren Seele wieder. Ich hoffe es mal. Aber gut finde ich die Aktion gerade nicht. Also gerade aktuell fühle ich mich übers Ohr gehauen. 4 Fähigkeitspunkte. So, was gibt's bei ihm? Also 1444. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall schon mal die weiße Stahlkommajade holen. Schnapp. Und wenn es sich um einen Gegner handelt, wäre es vielleicht gut, nochmal eine rote ultimative Kommajade zu holen. Die fragwürdig aussieht. Das ist das Beste, handgemacht vom Wärter der purpurroten Minen. Und der ursprüngliche Zweck, naja, darüber wollen wir gerade nicht reden. Kaufen wir auch. Dann sind wir da schon mal gut aufgewertet. Und wir können ja nochmal gucken, ob wir ein paar nützliche Vorteilspunkte belegen können. Ich finde es schade, dass... Moment, erfordert Dämmerung 3 und es hat ja keine... Es hat keine Voraussetzungen. Können wir das schon belegen? Eine Glocke ertönt, wenn du in der Nähe eines geheimen Ortes bist. Können wir, okay. Das ist ganz praktisch. Ich meine, wir haben ja schon ein gutes Näschen dafür, wo solche Orte sind, aber wer weiß, wie gemein die versteckt sind. So, aufgewertet. Ich werde nochmal kurz hier speichern. Ne, das machen wir nach dem Schnellreisen. Da haben wir ja auch nochmal einen Speicherpunkt. Leute. Hier ist irgendwas. Oh, tatsächlich. Wer steht denn da versteckt? Du bist doch der Bombenleger. Dich haben wir schon gesehen. Aha. Ah, ich wurde erwischt.
Nanu, ein neuer Wächter des Todes? Ein Anfänger? Du scheinst nicht hier zu sein, um mich zu fangen. Kommst du viel raus? Bitte, mir gefällt es hier. Es ist warm und sicher, aber ich muss mich immer verstecken. Ich hasse es. Ich möchte hier bleiben und so umsorgt werden wie die Seelen, die hier durchkommen. Draußen gibt es viele Wächter des Todes, die mich fangen wollen. Das ist der einzige Weg, dass eine flüchtige Seele wie ich hier bleiben kann. Bring mir die Krallen der Rattengeister. Ich schwöre, dass ich es dir zurückzahlen werde, mit allem, was ich zusammenkratzen kann. Ratuls, bitte. Die Krallen der Rattengeister? Was für Rattengeister? Rattengeistklaue. Wo hatten wir denn hier Rattengeister? Hä? Ich bin irritiert. Okay, aber die Glocke funktioniert. Ich wäre auch im Leben nie darauf gekommen, dass da oben noch was ist. Ich habe es ja eben noch gesagt. Aber trotzdem, es müssten ja trotzdem noch weitere Gebiete hier geben. Nicht genug Krallen. Was ist los? Machst du dir Sorgen? Niemand wird auffallen, dass Geistern ein paar Krallen fehlen. Auch wenn ich mich verwandle, verspreche ich, nichts Schlimmes zu tun. Ich will einfach nur hier bleiben und es bequem haben. Bitte sammle einfach ein paar und bringe sie mir. Bitte, bitte. Muss ich betteln? Ja, wir machen das, aber ich weiß nicht, was er für Krallen meint. Ich weiß gerade nicht, welche Rattengeister er meinen könnte. So, wir wollen nun zurück ins gefrorene Plateau. Und hier nochmal speichern. So, und unten lang am besten. Oh, habt ihr es gehört? Da oben war schon wieder ein Geheimnis. Aber waren wir da nicht schon drin? Nee. Oh, jetzt habe ich einen Heiltrank genommen. Das war ein bisschen verschwendet. So. Nicht dahin. Aber da ist was. Ja, wir sehen es ja auch von der rechten Seite. Im Wasser können wir aber nicht diesen Powersprung machen. Oh, jetzt, ich glaube, nein, die Sache mit der Glocke war keine gute Idee, jetzt halte ich mich hier nur unnötig auf. Auf jeden Fall ist da was. Okay, wir wissen, dass... Also so langsam... Oh Gott, Leute. Wie viel gibt's denn hier? Von der anderen Seite bestimmt, oder? Jetzt geht das Geklingel weiter. Aber da sind wir doch schon gewesen. Genau. So, hier dürfte eigentlich nichts mehr sein. Ach, hier kommen wir ja gar nicht weiter. Hier kommen wir gar nicht weiter, da müssen wir bestimmt oben lang. Dann müssen wir bestimmt oben lang.
haben wir hier noch eine geheime Plattform. Ich sehe nichts. Nee. Könnte es höchstens von hier versuchen, links reinzukommen. Jawohl. Es tut mir so leid. So leid. Gib mir noch eine Chance. Nein. Also, eine flüchtige Seele. Leute, ich weiß, das klingt jetzt blöd. Aber ich will das jetzt wissen, ob wir, wenn wir jetzt noch eine zurückbringen, nochmal die Belohnung bekommen, weil dann wären wir ja bei 8 insgesamt. Ich will es hoffen. Ich will es wirklich hoffen. So. Deine Fertigkeiten werden, ich vergesse das hier vorzulesen, aber er sagt diesmal was anderes. Deine Fertigkeiten werden denen eines mächtigen, Deine Fertigkeiten werden denen eines mächtigen Wächter des Todes immer ebenbürtiger. Ja, wir bekommen nochmal die Belohnung. Leute, was ist denn hier? Ihr habt doch eben wieder eine Das ist schon merkwürdig, oder? Aha. Aber hier waren wir doch schon drin, oder nicht? Nee, hier waren wir noch nicht drin. Roter Gespensterfoliant. Held im Unglück. Sollen wir das alles lesen? Aber wir sehen, wie viele noch fehlen. Ich lese das einfach mal vor. Held im Unglück, Myrtli. Es wurde ein Held geboren, dem vorausgesagt wurde, dass er den Tyrannen stürzen und selbst König werden würde. Das Kind mit den kleinen Flügeln wollte eine Nation errichten, um mit Hilfe von Bohnen eine Rüstung und mit Hilfe von Reis eine Armee aufzustellen, um das Böse zu besiegen. Doch jene, die auf das Kind neidisch waren, suchten es auf, um sein Schicksal auf die Probe zu stellen. Am Ende gelang es dem Helden, sein Schicksal in die Schranken zu weisen und zu verschwinden. Jene, die enttäuscht waren, warteten auf einen neuen Helden, der sie endlich von ihren Leiden erlösen würde. Dann dem Bettler, hungriger Gutsherr. Einst gab es einen Gutsherrn, der sein Geld dafür aufwendete, um die Leute zu kontrollieren und Böses zu treiben. Seine Diener mussten jeden Tag hart arbeiten, und obwohl sie nie ruhten oder rasteten, hatten sie nicht genug Geld, um sich Essen zu kaufen. Und dann, als der Hunger zu groß und die Taten des Herrn zu böse wurden, sahen sich die Diener dem drohenden Hungertod gegenüber. Also dachten sie sich, wenn wir schon sterben müssen, dann wollen wir wenigstens versuchen zu fliehen. Also stahlen sie dem Gutsherrn eines Nachts sein Hab und Gut und flüchteten damit. Nun war es der Gutsherr, der dazu verdammt war, von Tür zu gehen, um die Leute ein Stück Brot zu bitten. Doch er erhielt nicht das kleinste Krümelchen. So, der Riesenhundertfüßer, Kröte und Tausendfüßler.
In einer dunklen, nebligen Höhle wurde ein Mädchen einem menschenfressenden Tausendfüßler geopfert. Eines Tages ging eine Kröte, um die sich das Mädchen gekümmert und dies gefüttert hatte, auf die Höhle zu. Nachdem sich der Nebel in der Höhle gelichtet hatte, war sichtbar, dass das Höhleninnere voller Blut war. Gerade so, als habe ein Kampf stattgefunden. In der Höhle war die Leiche des Tausendfüßlers zu finden, als auch die Kröte. Diese schnappte nach Luft und hielt die Hand des Mädchens, und so starb die Kröte, nachdem sie die Freundlichkeit des Mädchens erwidert hatte, woraufhin die Höhle vom traurigen Klang der Stimme des Mädchens erfüllt war, das den Tod der Kröte beklagte. Der Maskensammler, Fledermaus mit vielen Gesichtern. Als die Fledermaus nicht am Festmahl der Vögel teilnahm, versuchten diese, die Fledermaus auszuschimpfen. Doch die Fledermaus erwiderte: »Ich bin ein Tier mit 4 Beinen. Ich kann mich nicht mit Vögeln sehen lassen.« Als die Fledermaus nicht am Festmahl der Tiere teilnahm, versuchten diese, die Fledermaus auszuschimpfen. Doch die Fledermaus erwiderte: »Ich habe Flügel. Ich kann mich nicht mit 4-beinigen Tieren sehen lassen.« Dann war die Fledermaus ob ihrer eigenen Identität verwirrt, denn schließlich passte sie nirgendwo recht dazu, und so wurde sie am Ende von allen Tieren gemieden. Doch an einem Ort war sie noch immer willkommen, der tiefen, dunklen Höhle. Ja, das waren schon mal die, die wir besiegt haben. Okay, Leute. Haben wir jetzt genug Geld, uns noch was zu kaufen? Nein, leider nicht. Vorteilspunkte 3. Können wir hier noch was Sinnvolles erwerben? Wieso können wir das denn noch nicht nehmen? Wir haben doch die Voraussetzungen dafür erfüllt. Ich hätte gern noch einen 5. Trank. Schneller sprinten. Ich glaube, ich nehme das schnell ausweichen. Das braucht ja nur 2. Normalerweise brauchen die doch hier 3, oder nicht? Also ich meine, die hätten 3 benötigt. Oder wird das jetzt günstiger, weil wir hier... Ich weiß es nicht. Ich nehme auf jeden Fall das schnell ausweichen. So. Dankeschön. Und zurück ins gefrorene Plateau. Und dann den oberen Weg lang. Ich habe noch gar nicht gespeichert, sehe ich gerade. Ich habe immer noch... Was ist das denn hier für ein Kombi? Gewechselt. Das war nicht meine Absicht. Nein! Was war das denn gerade?
Ja, so kann man auch sein Leben verschwenden, ne? Oh Mann, fangen wir an Müll zu bauen. Ich sterbe doch gleich wieder. Aber da hinten haben wir eine Speichermöglichkeit. Ich hoffe, dass ich so lange noch durchhalte. Jawohl. Hier liegt der, der den Fluchtraum beschützte. Oder den Fluchtraum. Fluchtraum oder Fluchtraum. Man weiß es nicht. Im Spiel ist alles möglich. Oh, ich glaube, wir... Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das haben wir schon gesehen, dass da oben was Brüchiges ist. Da auch. Haben wir auf jeden Fall nochmal Omnüt, nochmal einen weiteren Fähigkeitspunkt, den wir ja auch direkt ausgeben können. Das kostet ja hier nur 2 irgendwie. Dann nehme ich mal das schneller Sprinten. Oh ja, okay. Fällt dem Vieh ein. Ja, wir werden wahrscheinlich hier rechts lang müssen. Ja, ich werde es auch rechts versuchen. Wahrscheinlich werde ich gleich drauf gehen. Wir müssen oben lang, Leute. Ja. Aua. Mann, shit. Falsche Waffe, falsche Waffe. Oh Mann. Oh, 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 oh. Dass ich noch lebe, ist eigentlich nur Glück geschuldet, würde ich mal sagen. Hier werden wir jetzt drauf gehen. Das sieht schon so scheiße aus, Leute. Ja, ich komme hier nicht mehr raus, wenn ich jetzt den Regenschirm wegpacke. Und ich kann mit Regenschirm nicht springen. Genau. Oh Mann. Ja gut, wissen wir das. Lass euch mal in Ruhe. Aua. Oh,
Boah, ich bin gerade so unkonzentriert. Aua, aua, aua. Oh, ich könnte gerade kotzen hier. Was für ein furchtbares Gebiet, oder? So, ich bin neugierig. Da müssen wir wenigstens da hinten nicht mehr lang. Müssen wir wohl, weil wir hier nicht mit dem Regenschirm lang können. Obwohl. Doch, kommen wir. Ist auf jeden Fall einfacher als den anderen Weg. So, wir wissen also, was hier auf uns wartet. Warten wir mal auf das Plateau. Wir haben uns das Buch hinter dem Wasserfall noch nicht geholt. Im Nebelwald fällt mir gerade ein. Da war der Geheimgang. Habt ihr es gesehen? Ja, da wäre noch ein Fähigkeitspunkt gewesen. Okay, also in der Hinsicht ist die Glocke echt super, ne? Da wäre ich, wie gesagt, das sind so Ecken. Da guckt man nicht einfach. Aber ich muss echt sagen, dieses Gebiet hasse ich bis jetzt am meisten. Ach ja, hier ging es ja nicht lang. Ja, ja, ja. Bin aber auch. Nur eine Schatztruhe. Könnte ich aber den Weg hier schon mal abkürzen. Aber wir müssen ja trotzdem hoch noch das einsammeln. Also können wir zumindest das hier schon mal machen, dass wir... Autsch. Thank you.
ich mir gedacht. So. Können wir endlich nochmal speichern. Ah, shit. Sache mit dem Regenschirm verkackt. Wow, 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 wow. Mann. So. Können wir das hier abkürzen, ja? Danke. Sollten wir auch nochmal speichern. Ich nehme mal an, wie schon gesagt, dass wir da gleich einen Kampf haben. Dann wäre es nicht schlecht, wenn wir voll aufgeladen sind und gespeichert haben. So. Es ist der Wächter des Todes, Sennquark. Sie sehen nicht so gut aus. Ha, ha, schnell! Bleib weg von mir! Ich kann es nicht eingrenzen. Ah. Okay. Ich glaube, da müssen wir den Regenschirm nutzen, ne? Oh, zu früh aus. Oha. Okay, wir müssen auf jeden Fall mit dem Regenschirm kämpfen. Oder wir müssen halt schnell zum Regenschirm wechseln. Also zweimal nach links, okay. Weil das Schwert macht, glaube ich, mehr Schaden als der Regenschirm, oder? Ah, okay, aber... Ja, das ist zu heftig. Das hilft da leider nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Kacke ja gerade. Ah, Mist. Nee, den schaffe ich definitiv nicht. Da kommt aber schon der Akro-Modus. Oh nee, da muss man ja ganz schnell reagieren. Übel, übel, übel. Ja, mal gucken, ob ich den in dem Video schaffe. Ich hoffe es. Nein, 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 nein. Nee. Ach, du Heiliger. Ach, du Heiliger. Nee, 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 nee. Konzentration, Leute, Konzentration. Und daran mangelt es mir gerade. Thank you.
Chips? Natürlich, wenn man nicht drauf gewechselt hat, kommt er mit der Attacke. So früh. Das Gemeine ist halt... Ja, super. Das Gemeine ist halt wirklich, dadurch, dass sie den Regenschirm nicht haben... dadurch, dass wir den Regenschirm haben, können wir keine starke Attacke machen. Weil die Spezialfähigkeit ist ja das Blocken des Schneesturms. Muss man echt schnell wechseln. Mann, das ist so assi. Agro-Modus. Hä, was machen wir denn dagegen? Das ist echt übel. Der Kerl ist echt übel. Ah, falsch. Falsche Taste gedrückt hier. Ah, Mist. Glaube ich, tatsächlich mit mehr Geduld machen und doch einen Regenschirm, oder? Damit wir einfach nicht so viel Schaden hier nehmen. Ist halt schade, dass wir diese starke Attacke dann nicht machen können, aber lieber auf Nummer sicher gehen. Nee, nee, nee.
Mann. Mann, ich schaff das auch nie. Das dauert. Ich bin gespannt, ob er mir in diesem Video noch gelingt. Der alte Saulappen hier. So sieht er auch viel zu lieb aus. Mist. Ich weiß nicht, was er gegen diese Gesteinsbrocken machen soll. Müssen wir eigentlich an die Wand, oder? Oh Mann, das ist so übel. Auch was das an Schaden verursacht, Leute. Da habe ich keine Schnitte. Ich glaube, ich muss echt häufiger die Wände hier nutzen. In der zweiten Hälfte des Kampfes muss ich die Wände nutzen. Sonst haben wir keine Chance. Scheiße, schon verkackt. Oh, 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 oh. Was? 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 Wieso? Wieso? Wieso quatscht der uns dazwischen? Bin ich auf die Ansprechentaste gekommen oder was? Das ist ja furchtbar. Der Frosch hat's uns verkackt gerade. Der alte Sausack. Ja, aber ich glaube, ich hätte es trotzdem nicht geschafft, aber ich bin weitergekommen. Ja.
Ach. Ja, wenn du die Arme nach unten hältst, kommen die Steine, okay. Nee. Also nach oben kommt Schneesturm, zur Seite kommt dieser Steinhagel und nach unten kommen die Felsbrocken. Okay, Leute. Könnte knapp werden. Shit. Nein. Komm, der kann doch nicht mehr so viel fehlen. Ah, Mann. Bei der Attacke bin ich immer eine Millisekunde zu früh. Oh, Mann. Ich wette, dass wir mit einer Spezialattacke ihn jetzt vielleicht fertig bekommen hätten. Komm schon. Usionse. War's das? Jawohl. Pläne haben wir freigeschaltet. Dank dir wurde ich kein Geist. Ich erzähle dir, was passiert ist. Also, du suchst eine Seele? Hör gut zu.
Ich war es, der deinen Vater zum Todesgast ausgeführt hat. Das wissen wir schon. Die Sache, die damals komisch erschien, war, dass die Seele schneller als üblich verschwand. Ich dachte, sie war zum Gericht gebracht worden, aber die Seele deines Vaters wurde um See schon Blumengarten gebracht worden. Wenn sie noch nicht gefunden worden ist, die Seele deines Vaters ist nicht zu einer flüchtigen Seele geworden, sondern jemand hat sie genommen. Es ist nicht möglich, dass eine Seele das Todesgasthaus alleine verlassen kann. Du konntest nicht die Gastaufzeichnung des Todesgasthauses überprüfen? Ich schätze, der einzige noch übrige Wächter des Todes, der mit deinem Vater zu tun hatte, ist Zul. Und derjenige, der mir die Sünde injizierte, war ein Wächter des Todes. Anscheinend gibt es einen Verräter in unseren Reihen. Erzähl niemanden hiervon. Um die Wahrheit herauszufinden, musst du Zul finden. Und wir haben Sens Lampe erhalten. Drücke die Y-Taste, um die Dunkelheit zu erhellen und einen Angriff mit dem enthüllenden Licht zu blockieren. Eine Lampe, die der Wächter des Todes Sens zurückgelassen hat, erhält das Gebiet und bei Verwenden der Waffenfertigkeit wird ein einhüllendes Licht erschaffen, das einen Angriff aufhebt. Es werde Licht. Sehr schön. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Eine Waffe fehlt uns noch. Ach, das bleibt sogar bestehen. Das ist ja richtig cool. So, und ich nehme an, dass wir jetzt hier nochmal einen Fertigkeitspunkt erhalten. Vielleicht findet deine Seele Frieden. Nö, das war nur ein Speicherpunkt. Okay. Hebt einen Angriff auf. Hilft uns das vielleicht irgendwie? Ich weiß nicht, wie uns das weiterhilft. Ich meine, es ist doch schön gut, dass wir so ein Schutzschild haben. Aber ich hatte gehofft, dass wir eine Waffe bekommen. Was weiß denn ich? Moment mal, natürlich. So müssten wir durch den Wasserfall kommen, oder? Um hier hochzukommen? Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Naja, wir haben ihn auf jeden Fall besiegt. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall gespeichert. Fähigkeitspunkt haben wir leider nicht hinzugewonnen. Naja, mal gucken. Mal gucken, was wir mit der Lampe wirklich machen können. Vom Angriff her sehr langsam, wird aber dann wahrscheinlich dementsprechend stark sein. Okay, liebe Leute. Das schauen wir uns im nächsten Video an. Wir sind jedenfalls wieder einen kleinen Schritt weitergekommen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei meinem nächsten Video zu 8 Doors Arums Afterlife Adventure wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.